Exotische Tiere in der Kunst. Ich hoffe, ich kann dazu auch ein bisschen was sagen. Ich versuche das Thema Exoten hier möglichst allumfassend darzustellen. Ich habe von Kunst wenig Ahnung, aber wir gucken mal. Ob Katze, Hund, Pferd, Vogel oder Tiger, Tiere haben einen festen Platz in der Kunstgeschichte. Aurel Merz, Tierliebhaber und Katzenfan, über gefiederte, kuschelige und wilde Artgenossen, die Künstlerfantasien besonders beflügelt haben. Thema der heutigen Sendung sind Exoten. Ist der mit Leroy verwandt? Der hat ziemliche Ähnlichkeit, so die Gesichtszüge, oder? Wobei man bei dem Begriff ein bisschen vorsichtig sein muss, der ist ziemlich einseitig und kolonialistisch geprägt. Es ist ja wie wenn Leute in Afrika sagen würden: Ach Mensch, eine deutsche Amsel, was für ein Exot. Und deshalb setzen wir den Begriff heute in an. Also ich finde ehrlich gesagt, das können die Leute in Afrika noch sagen. Das ist für eine deutsche Amsel, ist für die auch ein Exot, na klar. Das ist doch kein Front oder so. Anführungszeichen. Seit Ewigkeiten brüllt, pirscht, schwingt oder trötet es durch alle Genres der Kunstgeschichte. Welche Sehnsucht verbinden wir mit wilden Tieren, den sogenannten Exoten? Und was erzählen sie über uns? Exotische Tiere und die Kunst, das ist fast eine eigene Kunstgeschichte. Warum sind sie in die Kunst gekommen? Weil sie faszinierend sind. Wir müssen uns immer wieder vorstellen, es gibt Jahrhunderte, in denen niemand etwas weiß, wie es in anderen Weltgegenden aussieht. Nur einzelne Reisende kommen dorthin. Insofern gibt es diese große Sehnsucht danach, die sich vorstellen zu können. Und sie auf die Leinwand zu bannen, wie in diesem Meisterwerk. Ah, Barock 1722. Ich habe mir sagen lassen, dass irgendwo auf diesem Bild eine Fliege auf dem Hoden eines Affen sitzt. Ich finde sie nicht, aber es ist ein sehr, sehr schönes Wimmelbild. Die Fliege, damals ein Sinnbild der Sünde. Das kleinste Tier auf diesem Bild. So. Und da, der Schweinsaffe, der heißt tatsächlich Schweinsaffe mit einer Fliege. Er guckt sich ganz neugierig die Fliege auf seinem Penis an. Das große Kasseler Tierbild zeigt die Menagerie, die Tiersammlung des Kasseler Landgrafen Karl auf dem größten Leinwand. Menagerie ist auch ein schönes altes Wort, das wir heute gar nicht mehr benutzen. Ich kenne das auch noch aus alten Tierbüchern. Da haben, also von Tierhaltern. Und da haben die Leute, die sich Tiere gehalten, also die viele Tiere gehalten haben, ihre Tiersammlung immer als Menagerie bezeichnet. Schönes altes Wort. Gemälde der damaligen Zeit. Mehr als 70 Tiere sind hier versammelt. Und Evelyn Lehmann kennt sie alle. Diese Tiere, die hier gemalt sind, hat es tatsächlich gegeben. Sie sind auch sehr naturnah gemalt. Der Landgraf legte auch in seiner Menagerie großen Wert darauf, dass diese Tiere möglichst genau, wissenschaftlich exakt gemalt sind. Karl von Hessen zählt vor 300 Jahren zu den bedeutendsten Fürsten der Barockzeit. Seine Tiersammlung gilt auch als Demonstration von Macht und vor allem Reichtum. Es gibt ein Dokument, auf dem steht drin, dass der Johann Melchior Roos alle Tiere malen sollte auf diesem großen Bild, die jemals in der Kasseler Menagerie gewesen sind. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Tiere, als Roos die in den 7 Jahren mit Unterbrechung gemalt hat, auch verstorben sind. Das heißt, der musste wieder nachgekauft werden. Evelyn Lehmann ist in die Geschichte des Gemäldes eingetaucht und hat es kartografiert. Sie hat alle Tiere einzeln nummeriert. Es ist ihr Lebenswerk.
Sogar ein Eisbär war Teil der Menagerie des Landgrafen. Die gelten damals als besonders exotisch und als Sinnbild von Macht. Der August der Starke, der hatte aus St. Petersburg, aus Russland, einen Eisbären bestellt, als im Tausch gegen Meißner Porzellan. Das heißt, die haben richtig gehandelt mit den Tieren und Geschäfte gemacht und diplomatische Geschenke. Eines der größten Landtiere aber fehlt in Landgraf Karls vielfältiger Menagerie. Der Elefant. Er ist ein Kunstwerk für sich. Von uns Menschen bewundert und geschunden, gehört der Elefant heute mit zu den bedrohtesten Tierarten der Erde. Von jeher haben wir Menschen ihm die verschiedensten Bedeutungen zugewiesen. Und wenn wir ihn ansehen, erkennen wir, wie klein wir selber sind. In der Kunst sind Elefanten Dauerbrenner, wie der berühmte Dekeuter von Katharina Fritsch. Auf der Biennale in Venedig ist er als ständige Skulptur unsterblich. In der Darstellung von Elefanten begegnet uns sowohl das Erhabene der physischen Präsenz, andererseits aber auch viel Skurrilität, dass die Kenntnis der Tierwelt nicht unbedingt die Grundlage war für die Darstellung, sondern dass auch da viel Fantasie eine Rolle spielte, man etwas imaginieren wollte, etwas vorführen wollte, was man selber gar nicht gesehen hat, um anderen Menschen eine Vorstellung zu geben von etwas sehr Entlegenem, sehr Exotischem, Fernen und dennoch Beeindruckendem. In Europa glaubt man lange, dass die verbrannten Haare und Knochen der Dickhäuter heilende Wirkung haben. Hannibal missbraucht sie als Kriegsgerät. Mit 37 Elefanten überschreitet er 218 vor Christus die Alpen. Wie durch ein Wunder überleben angeblich alle Tiere diese Tortur. Der Forensiker Mark Benecke sieht neben Kraft und Stärke der Riesen ihr Wesen als eines der Hauptmerkmale, das sie zum Faszinosum für Menschen machte. Elefanten sind tatsächlich schon immer als Tiere wahrgenommen worden, mit denen man irgendwie umgehen kann. Also ist das im Ernst sein Büro? Der ist so ein bisschen speziell, schon ziemlich geil. Also ich mag das auch, ich mag seinen Style auch, der trägt mit und auch ganz coole Klamotten, die ich auch gerne hätte. Interessantes Büro, gefällt mir. Also die sind, wenn man so will, sozial. Sein friedvolles Gemüt macht den exotischen Riesen auch bei Künstlerinnen und Künstlern der letzten zwei Jahrhunderte beliebt. In der Tiermalerei haben die Maler und Malerinnen, die sich mit exotischen Tieren beschäftigen, eigentlich einen höheren Rang. Also man schaut immer auf die Künstlerinnen und Künstler herab, die sich mit Hunden und Katzen beschäftigen. Das ist nicht so bildwürdig. Also zumindest im 19. Jahrhundert sind das die bevorzugten Motive. Das 19. Jahrhundert ist eine Phase, in der gewaltige Umbrüche stattfinden. Durch die Industrialisierung verändert sich auch das Verhältnis von Mensch und Tier. Tiere werden vom Arbeitsgehilfen zu einem festen Bestandteil der Unterhaltungskultur. Die sogenannten Tierbudenbilder von Paul Friedrich Meyerheim zeigen, wie Elefanten als exotische Raritäten ausgestellt werden. Gleich kommt bestimmt noch Topsy. Hieß sie Topsy? Der Elefant, der durch Stromschläge getötet wurde. Das war eines der ersten Videos, die es gab. Also einer der ersten Kurzfilme. Mit dieser Wandermenagerie zog man über die Lande und zeigte den Leuten in den Städten und auf dem Land also diese exotischen Tiere. Meyerheim greift also dieses Motiv auf, indem er Menschen im Inneren einer Tierbude zeigt. Er demonstriert, wie die Leute auf diese vorher noch nie gesehenen Tiere reagieren. Die Tierbuden sind extrem beliebt. Wie es den Tieren dabei geht, spielt damals keine Rolle. Auch die Kunst der damaligen Zeit hat einen verklärten Blick darauf.
Das, was diese Bilder aber auch auszeichnet, ist eine Vermenschlichung des Tieres. Also es muss eine Verbindung zwischen Mensch und Tier gezeigt werden, eine Geschichte erzählt werden. Rund 50 Jahre später malt der Surrealist Salvador Dalí ein ganz anderes Bild des Elefanten. Bei ihm stehen die dünnen, langen Beine im Kontrast zur eigentlichen Stärke und dem Gewicht der Tiere. Elefanten sind sehr leicht erkennbar. Das ist einer der Gründe, warum man die dann gut verwenden kann. Also dann kann Dalí hingehen und kann den halt stark verfremden, weil jeder weiß, wie sie in Wirklichkeit aussehen. Da machst du nichts mit falsch und die Leute verstehen, worum es geht. Und du kannst dann deine künstlerische Aussage und Verfremdung da drauf propfen. In freier Wildbahn setzen heute Wilderer und der Klimawandel den Dickhäutern immer mehr zu. In Zoos scheinen sie sicher zu sein. Aber zu welchem Preis? Mit dieser Frage setzt sich der schottische Künstler Douglas Gordon in dieser Arbeit eindringlich auseinander. Was haben wir mit den Tieren gemacht? Werden sie bald nur noch in Museen zu bestaunen sein? To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain, and off she ran to Hindustan and was never seen again. Ich freue mich ja immer sehr über Tiere in der Kunst und in der Musik. Aber wenn wir in die Lebensräume der Tiere eindringen, sie da rausreißen, in den Zoo stecken oder in den Zirkus stecken und sie dann für uns performen lassen, dann finde ich das ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Das Tier als Pläsier. Das war auch bei Clara so, einem weiblichen Panzernashorn. Auf ihrer Grand Tour durch Europas Hauptstädte wurde sie Mitte des 18. Jahrhunderts zur Sensation. Der französische Hofmaler Jean-Baptiste Audry begegnete Clara 1749 in Paris und schuf dieses Gemälde. Nashörner sind noch viel rätselhafter gewesen als Elefanten, weil die natürlich auch sehr gefährlich werden können. Wenn das Anlauf nimmt und dann gegen irgendeine Wand rennt oder sowas, dann gute Nacht. Ne? Also das war nicht so leicht, das auf irgendeinem Schiff oder sonst was zu transportieren. Deswegen waren ursprünglich vom Dürer diese Darstellung, war die Darstellung von einem Rhinoceros. So sahen Rhinocerosse aus, basta. Dürers Holzschnitt aus dem Jahr 1515 zeigt allerdings eher eine fantastische Kreatur. Er hatte sein berühmtes Rhinoceros nach der Beschreibung eines Unbekannten angefertigt. An den fürstlichen Höfen Europas wurde Clara ebenso bestaunt wie vom gemeinen Volk auf den Marktplätzen. Ihre Popularität wurde größer und größer. Und die Sehnsucht nach solchen Erlebnissen, die war unglaublich groß. Und wenn man alles nur aus dem Buch kannte, war das natürlich dann der enorme Effekt, dass man das Tier plötzlich sah, dass man sah, wie es sich bewegt, wie es roch zum Beispiel, was es fraß, was es machte. Und die Clara war eines der Tiere, das da durch halb Europa gekarrt wurde und das beliebt, berühmt war und dem ein riesiger Ruf vorausging. Um das Promi-Nashorn in den verschiedenen Städten bekannt zu machen, wurden sogar Clara Flugblätter gedruckt. Nach 17-jähriger Europatour starb Clara schließlich in London. Mit gerade mal 20 Jahren. Die Tiere werden alle aussterben. Also wir werden das in unserer Lebzeit nach den bisherigen Messungen erleben, dass also weder Nashörner noch Elefanten es noch geben wird. Also Elefanten sind extrem leicht zu züchten. Die muss man nur in Ruhe lassen. Und bei Nashörnern ist das natürlich viel, viel schwieriger.
Tag für Tag sterben durch unseren Einfluss etwa 150 Tierarten unwiderruflich aus. Bleibt uns von einigen bald nur noch ihr Bild? Das hier ist die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo. Sie hatte aufgrund eines Verkehrsunfalls nicht das Glück, Kinder bekommen zu können und hat sich deshalb Affen gehalten. Es ist ja auch heute noch so ein Trend bei Prominenten, dass sie sagen, okay, ein normales Haustier reicht nicht, wir brauchen wilde Tiere. Hier zum Beispiel Siegfried und Roy, einfach ne, wilde Löwen, wilde Tiger und so weiter. Hier haben wir auch noch Drew Barrymore und ihren wirklich merkwürdig aussehenden Hund. Ich persönlich bin ja der Ansicht, dass solche Tiere eher in die Wildnis gehören, anstatt in irgendwelche Promi-Villen. Manchmal reicht nämlich auch ein Stofftier, zum Beispiel der Künstler Philipp Emde, der verarbeitet diese in seinen Bildern. Es sind nicht irgendwelche Tiere. Philipp Emde bringt ausschließlich ganz spezielle Stofftiere auf die Leinwand. Krokodile, Leoparden und Affen haben es ihm besonders angetan. Weil die am nächsten am Menschen dran sind. Also auf Mimik, Gestik, also ich meine, ganz ehrlich, also wir sind auch Affen. Also. Seit er denken kann, malt Emde Tierchen aller Art. Und seit er auf der Welt ist, umgibt er sich mit Steifkuscheltieren. Dass es nur die sein dürfen, hängt mit einer traumatischen Geburtserfahrung zusammen. Kaiserschnitt, zu tief geschnitten. Und der Arzt hat mir ein Steiflämmchen als Wiedergutmachung geschenkt. Und ich finde auch so, dass in die ersten Skulpturen, die irgendwelche Kinder haben, dann ist da sehr viel, sind deine ersten Freunde. Es geht mit dir durch dick und dünn, durch Trauer und Freude. Also wahrscheinlich sind da auch ziemlich viele Tränen bei. Emde ist derzeit extrem gefragt und stellt in Paris, Köln und Düsseldorf aus. Auch hier wieder Affen, die wie Menschen auf die Kunst reagieren. Warum verkauft sich die Tierkunst gerade so gut? Warum sind alle verrückt nach Tieren? Alles, was die Menschen machen, ist scheiße. Also so, ich meine, da gab es Corona, jetzt gibt es hier den scheiß Krieg und mal gucken, was noch. Dann die Natur spielt verrückt. Da ist zwar das Tier ein Teil davon, aber Pech haben gibt es irgendwie bald nicht mehr so viele. Also es ist, denke ich mal, Trost und die Sehnsucht nach Liebe. Die Sehnsucht nach was Gutem, Ehrlichen und solange die auf dem Bild sind, nichts Gefährliches. Oder faszinieren uns Affen auch deshalb so sehr, weil wir uns selbst in ihnen spiegeln? Wir kennen den Affen eigentlich aus der Kunstgeschichte schon sehr früh als den Nachäffer Gottes. Wer ist das? Der Teufel. Der Affe also ein Symbol des Teufels. Der Teufel ist ein gefallener Engel und will so sein wie Gott. Und der Affe, das ist die Brücke, will so sein wie der Mensch, hat man gedacht. Er macht alles das nach, was der Mensch tut. Noch im 16. Jahrhundert galten Affen als sündhaft. Das Tier war das Sinnbild für den an seine Triebe geketteten Menschen, ein Gefangener seiner animalischen Begierden. Die Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts bietet eine Vielzahl von Affendarstellungen und Deutungen an. Der Historienmaler Gabriel von Max etwa zeigt Affen in menschenähnlichen Situationen. Und eine Gelenkstelle in der ganzen Entwicklungsgeschichte ist natürlich das Jahr 1859 mit dem Erscheinen von Darwins evolutionstheoretischen Schriften. Da macht die Tiermalerei natürlich einen großen Schritt nach vorne, beziehungsweise wird das Tier eben auf eine ganz neue Art interessant, nämlich in der Perspektive, was hat es mit uns zu tun? Sind wir verwandt? Stammen wir vom Affen wirklich ab? Nach und nach sieht man im Affen nicht mehr das Sündhafte, sondern blickt auf das, was uns mit ihm verbindet. Und auf das Schützenswerte.
Die Verhaltensforscherin Jane Goodall findet in ihrer Arbeit mit Schimpansen heraus, wie nah sich Affe und Mensch in vielerlei Hinsicht sind. Ein Aspekt, den der US-amerikanische Künstler Walton Ford mit seinen zeitgenössischen Tiergemälden ebenfalls deutlich unterstreicht, er macht in seinen oftmals verstörenden Werken auch deutlich, wie sehr der Mensch in den Lebensraum der Tiere eingreift, wie zerstörerisch wir sind. Meist geht es um den Krieg zwischen Menschen, die er aber, was er aber in die Tierwelt verlegt. Aber in Wirklichkeit spielt er auf Auseinandersetzungen in der Zeit des Kolonialismus an. Es soll der Gesellschaft ein Spiegel vorgehalten werden. Auch die feministische Künstlergang Guerilla Girls nutzt diese Symbolik. Sie prangert in öffentlichen Aktionen die Benachteiligung von Frauen im Kunstbetrieb an. Und vor knapp 40 Jahren kommt der Österreicher Arnulf Rainer auf die Idee, zusammen mit Schimpansen zu malen. Die haben dann zusammen am Tisch gesessen und der Schimpanse malt mit Pinsel auf Papier ein abstraktes Gemälde. War früher mal 90er Jahre, 80er, 90er auch total angesagt, haben ganz viele, irgendeiner hat damit angefangen und ganz viele haben das nachgemacht. Einem Affen einen Pinsel, Tusche geben, malen lassen und dann irgendeinem doofen Kunstkritiker das Bild zeigen, dass er das bewerten soll. Und die sagen natürlich, wow, super geil, abstrakte Kunst und dann haha, das hat ein Affe gemalt. War eine Zeit lang total angesagt. Jetzt habe ich auch mal wieder was gesagt. Sorry, ich kann gerade nicht viel dazu sagen. Ich finde das super interessant und spannend, aber ich bin in Sachen Kunst und so. Ich finde es auch schade, das ist aber meistens so, die nehmen halt immer große Tiere. Elefanten, Nashörner, Affen, wahrscheinlich Wale noch. Oder Delfine. Ich bin ja mehr so für die kleineren Exoten. Aber mal gucken, vielleicht kommt das noch. Und Arnulf Rainer sitzt daneben, schaut zu und imitiert jede Bewegung des Affen und malt quasi das gleiche Bild nochmal. Und natürlich werden die Affen hier instrumentalisiert für diese Aktion von Arnulf Rainer, der damit den Ursprüngen der Kreativität auf den Grund gehen will und die Affen auch sehr lobt, weil die viel spontaner sind als er oder als jeder Mensch sein kann und unheimliche Kraft in ihre Bildfindungen legen und so weiter. Aber andererseits ist das natürlich ein Setting, wo die Affen nur verlieren können. Der Affe muss malen, weil der Mensch es so will. Als sogenannte Art Brüt Animal wird seit einigen Jahren auch Kunst von Affen in einer Online-Galerie angeboten. Bis zu 700 Euro kostet so ein Bild. Der Philosoph und Biologe Hans-Werner Ingensiep interessiert sich vor allem aus wissenschaftlicher Perspektive für die Werke der malenden Affen. Der weiß sicherlich, dass er da Farben benutzt, dass er sinnlich affiziert wird und dass er quasi hier eine Möglichkeit hat, irgendwas auszuwählen an Farben. Obwohl, da ist es ja auch so, dass er da auch schon eingeschränkt wird manchmal, dass er nur bestimmte Farben kriegt und dann kommt eine bestimmte Komposition raus. Und wir denken, ja Mensch, warum hat er gerade diese Farben genommen? Weil nur diese Farben da waren. In einigen Zoos wird die Malerei als Beschäftigungstherapie genutzt. Sie soll die Tiere inspirieren. Menschen, Affen haben auch ein Ich-Bewusstsein. Also sie wissen schon, dass sie es sind, die da etwas machen. Aber was sie da machen, setzt voraus, dass sie reflektieren auf die Beziehung zwischen ihrem Ich und dem Objekt da. Das ist die Frage, ob sie quasi ein echtes, konzeptionelles Motiv haben und nicht vielmehr wir nur da vermenschlichen und unsere Vorstellung von Affe, von Komposition hineindenken. Jedes Tier kann malen, jedes Tier, ne? Ein Tintenfisch kann malen, jedes Tier kann malen. Du musst es halt nur in Farbe irgendwas tauchen und dann passiert was. Zum Beispiel wir malen mit den Studierenden mit Maden immer. Dann nimmst du Maden, tauchst die Lebensmittelfarbe in verschiedene Farben, dann setzt du die hin und dann malen die Maden halt was, ne? Und es ist, ich meine,
Es ist völlig beliebig und mir tun die Affen extrem leid. Wenn Affen malen, fühlen wir uns ihnen dann näher? Werden sie dadurch menschlicher? Vielleicht wünschen wir uns genau das. Ein Ebenbild. Das hier ist übrigens so ein Bild, das ein Affe gemalt hat. Dafür haben wir 200 Euro gezahlt. Was will uns der Affe damit sagen? Es ist so, sieht so ein bisschen aus wie so eine zermatschte Deutschlandfahne mit ein bisschen Meerzugang. Oder ist es Iron Man? Oder will der Affe sagen, lass mich frei? Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es natürlich toll, dass der Affe beschäftigt wird und so weiter. Auf der anderen Seite sollte ein Affe vielleicht gar nicht in die Situation kommen, Bilder malen zu müssen. Naja. Vielleicht ist es auch eine Spinne. Hier sehen wir echt gute öffentlich-rechtliche Arbeit. Bei allen anderen hätte ich gesagt, für die eine Szene jetzt habt ihr 200 Euro ausgegeben von unseren Gebührengeldern. Ich spaß mir jetzt mal, weil sind hier bei Dreisat, die machen echt qualitativ hochwertige Sachen. Die Spinne. Für viele Menschen das Horrortier Nummer 1. Eine ganze Angststörung ist nach ihr benannt. Die Arachnophobie. Die haben so viele Beine und dann greifen die nicht nur an, sondern wickeln das auch ein und machen denjenigen oder diejenige, das Insekt, was auch immer es ist, bewegungsunfähig. Und wenn du das natürlich jetzt überträgst auf dein Leben, keiner möchte natürlich gerne angegriffen, bewegungsunfähig, eingewickelt und dann bei lebendem Leib verdaut werden. Gut, also die Theorie über die Arachnophobie habe ich jetzt allerdings zum ersten Mal gehört. Ich glaube, so weit denken die meisten Phobiker nicht. Die haben einfach nur Angst vor der Körperform. Aber sie hat auch viele Fans, vor allem im Kunstbetrieb. In seinem Atelier züchtet der argentinische Installationskünstler Tomas Saraceno echte Spinnen. Er ist von ihnen fasziniert. Dabei interessiert er sich besonders für die Struktur ihrer Netze und das soziale Miteinander der Tiere. Das sind Nephilas, also Radnetzspinnen, die habe ich auch schon. Jetzt kann ich ja nicht was erzählen an einer halben Stunde. Die habe ich auch schon gehalten. Frei im Raum auch, die kann man wunderbar frei im Raum halten. Unter der Decke hatte ich eine schöne Nephila-Population. Einzeltiere. Problem, die scheißen einem alles dicht. Also wo sie sind, da kacken sie auch. Und große Nephilas kacken echt, das sieht fast aus wie so ein Vogelschiss. Also mein Sofa war danach ganz schön eingesaut, nachdem sich die Radnetzspinne entschieden hat, über dem Sofa ihr Netz aufzuschlagen. Und man sieht immer so geile, schöne, perfekte Radnetze. Hat meine nie hingekriegt. Es waren immer so riesen Maschen und teilweise so ein halbes Netz. Da brauchte ich immer 10 Versuche, bis endlich das Futtertier im Netz gelandet ist. Dann muss ich das Futtertier immer wieder neben reinwerfen, doch wieder durchgeflutscht, wieder aufsammeln, wieder ins Netz werfen. Weil so richtig schönes Netz hat meine nie hingekriegt. Auch schöne Spinnen. Und absolut harmlos. Also, was wir prinzipiell tun, ist das Experiment, Spinnenweben verschiedener Arten zu verweben, die unterschiedliche Grade an Geselligkeit haben. Von diesen 43.000 Spinnenarten haben nur 20 soziale Fähigkeiten. Diese sozial fähigen Spinnen können in einem gemeinsamen Spinnennetz leben. Jede hat ihr eigenes Nest. Irgendwie ist es ein bisschen wie in einem Apartmenthaus. Jeder hat seine Etage, aber jeder ist mit jedem verbunden. In Orbit heißt dieses Werk von Saraceno. Es ist ein riesiges begehbares Spinnennetz, 25 Meter über dem Museumsboden. Die ganze Welt der Spinnen besteht aus Vibrationen, die über ihre Netze laufen. Saraceno hält sie für die Krone der Schöpfung. Denn wir sind ja sagen, Tiere, die eher auf dem festen Boden sich bewegen. Und wir bewegen uns ungern oder selten in solchen schwingenden und nachgebenden Situationen, ganz anders als die Spinne. Wenn man sich über das Netz bewegt und es sind andere Menschen eben auch im Netz, dann wird man immer die Bewegungen der anderen auch spüren. Und das ist eine Form von Kommunikation, wie sie auch unter Spinnen durchaus vorherrscht. Kommunikation, kunstvolle Fertigkeiten.
Die Spinne ist näher dran an uns, als wir vielleicht dachten oder hofften. In Saracenos Netzwerk findet ein Perspektivwechsel statt. Der Mensch erfährt sich selbst im Netz der Spinne, die in der Kunst schon weit länger ihre Fäden spinnt. Vor 100 Jahren wurde dieses Spinnennetz von Paul Klee als Wunderwerk bestaunt. Die Spinne fasziniert auf vielfältigste Art und Weise. Und als ich dann später herausstellte, dass verschiedene Substanzen, die man den Spinnen gegeben hat, auch dazu führen, dass sie das dann auch verschieden bauen, also Kaffee, LSD und so weiter, dass das auf einmal auf Spinnen, die total weit entfernt von Menschen sind, auf einmal scheinbar ähnliche bildnerische Unfähigkeiten hervorruft, das war ein Traum. Also Spinnennetze werden schon immer in der Zoologie als was ganz Spannendes wahrgenommen. Stimmt, wenn man Spinnen irgendwelche bewusstseinverändernden Stoffe gibt, dann spinnen die ganz verrückte Netze und wissen nicht mehr, wie sie richtig ihr Netz spinnen. Tatsächlich ist die Spinne eine Künstlerin. Sie glänzt in vielen Farben, Formen und Facetten. In den fantastischen Bilderwelten des französischen Symbolisten Odilon Redon bekommt sie sogar ein Gesicht. Kein fieses. Eher ein sehr menschliches. Wir kennen viele Bilder des 19. Jahrhunderts, wo einen Spinnengewebe, so ein Gorilla-Baby, zu sehen ist. Das hat immer etwas mit Verfall zu tun. Und Odilon Redon ist ja ein Künstler, der gerade mit diesen Dingen spielt. Und mit Spinnen oder irgendwelchen bösen Fabelwesen, die den Menschen eigentlich Angst machen, spielt und damit eine Faszination des Grauens erweckt. Das ist, wenn man so will, ein Pendant zum Schauerroman des 19. Jahrhunderts, der sich in der bildenden Kunst abspielt und der das Schauerliche zum Ästhetischen erhebt. Wer einmal das Glück hatte, unter einer Riesenspinne der französischen Bildhauerin Louise Bourgeois zu stehen, wird sich daran erinnern. Mit ihren gigantischen Skulpturen schuf sie eine Hommage an ihre Mutter. Ich habe bis vor kurzem noch in einer Schule gearbeitet, in einer Gemeinschaftsschule, und da in der, ich glaube, 8. Klasse haben wir ein Projekt gemacht und haben die Spinnen nachgebaut von der Künstlerin. Haben sie das vorgestellt, das Werk dieser Künstlerin und die Spinnen und so weiter. Da war Projekt, eine Projektwoche, haben wir das gemacht, in einer ganzen Woche, aus verschiedenen Materialien diese Spinnen nachbauen. Das sind richtige Kunstwerke geworden. Ich war echt stark begeistert, was die Jungs und Mädels da hingekriegt haben, diese Spinnen da nachzubauen. Die für natürlich nicht in Gebäudehöhe. Nee, aber die haben schon eine stattliche Größe gehabt. So 70, 80 Zentimeter haben die schon teilweise gehabt. Die waren schon echt enorm. Viele widerliche Spinne hier ist Ausdruck von Verehrung und Glück. Meine Arbeit ist meine Freude. Wenn ich arbeite, bin ich ich. Und ich habe eine direkte Verbindung zum Unterbewusstsein. Und das ist Glück für mich. Ich finde alle Tiere schön, also die sind halt sehr verschieden aufgebaut, aber trotzdem aus einer ähnlichen Quelle genetisch oder aufbautechnisch stammend. Viel hängt ja auch von Zufällen ab, Vulkanausbrüche, Kometeneinschläge, Eiszeiten, Wärmezeiten, und die sind einfach die Ergebnisse von all diesen Dingen, die auf der Erde passiert sind. Okay, die fauchen. Wisst ihr, was noch faucht? Raubtiere. Und wisst ihr, was das beste Raubtier der Welt ist? Tiger. Ich liebe Tiger. Das ist wie wenn du 10 Hauskatzen zusammenmorfst und dann hast du so eine super Hauskatze. Dieses Fell, diese Farbe, alles an Tigern ist... Was für eine Funktion erfüllt dieser Kerl da eigentlich? Außer, dass er da sagt, dass Exoten nicht zu Menschen gehören und irgendwelche blöden Witze erzählt. Den habt ihr wahrscheinlich zum Auflockern da reingeschnitten.
Ja, aber ansonsten, naja. Ist großartig. Ich will unbedingt meinen Tiger berühren, aber ich habe auch so ein bisschen Angst, ne? Die sind ziemlich gefährlich. Wenn ich in der Wildnis berühre, werde ich gefressen und ich will nicht gefressen werden. Und im Zoo will ich sie auch nicht besuchen, weil ich bin nicht so der größte Zoo-Fan. Aber ich liebe fucking Tiger. Oh, jetzt bin ich unscharf. Wisst ihr, was noch unscharf ist? Die Bilder von Gerhard Richter. Dieser Tiger, den der Maler Gerhard Richter 1965 erschuf, wirkt kaum bedrohlich. Die Verwischungen zeigen, wie wenig wir diesem Motiv wirklich Herr werden können. Wie flüchtig es ist. Fast so flüchtig wie der scheue Künstler selbst. Der Tiger. Exot unter den Exoten. Anders als der vom Menschen verehrte König der Tiere. Vor allem war er in Europa sehr selten. Nicht mal Landgraf Karl von Hessen hatte einen. Also der Tiger war mit Sicherheit ein Tier, was besonders war. Aber nicht, weil er so en vogue war, sondern weil er so schwierig zu halten war. Der Löwe war viel einfacher zu halten. Tiger wurden eigentlich viel weniger gut, ja, wie soll ich sagen, integriert in zoologische Anlagen. Auch der französische Maler Eugène Delacroix musste sich sein Modell 1830 aufwendig organisieren. Die Tigermutter, die er hier romantisch porträtiert, kam mit einer Wandermenagerie nach Paris und wurde von einem Dompteur gezähmt. 30 Jahre später ging derselbe Delacroix brutaler zur Sache. Das wilde Tier wird hier zum Sinnbild unserer Ängste. Ende des 19. Jahrhunderts wirkt Henri Rousseaus Tiger im tropischen Sturm fast schon harmlos und verängstigt. Die Angst des Menschen vor der Bestie, sie scheint zu verschwinden. Kurz darauf gibt es die ersten Fotos wilder Tiere. Der Großwildjäger Karl Georg Schillings fotografierte im Osten Afrikas Raubkatzen in freier Wildbahn. Aber es ist auch der Blick des kolonialistischen Westens auf den von ihm geplünderten Kontinent. Es wurden in der Aufklärung und auch schon vorher wurden Menschen, Tiere, Länder, Rohstoffe alle gleichermaßen ausgebeutet. Also es ging darum, alles, was fremd war, zu beherrschen, sich einzuverleiben und wenn es beweglich war, mitzunehmen, zu rauben. Und das waren eben nicht nur tatsächliche Gold oder Edelsteine, sondern es waren auch Tiere. Und heute? Obwohl wir den Tiger bewundern, hat der Mensch auch seinen Lebensraum zerstört. Weniger als 4000 der mächtigen Wildkatzen leben noch in freier Wildbahn. Das Künstlerkollektiv El Coco Projekt versucht mit seinen Performances dem Mensch-Tier-Verhältnis auf den Grund zu gehen. Ihre Kunst will vor allem Widersprüche aufdecken. Wir wollen nicht spielen, nicht als Menschen, die die Tiere imitieren, sondern umgekehrt. Als würden wir ja Tiere die Menschen imitieren. Ja, genau, und stimmt. Wie würden die Menschen von der Perspektive der Tiere aussehen? Und dann haben wir weg, scheiße, wie absurd sind die Menschen. In ihrem Kölner Atelier entstehen täuschend echte Tiermasken. Die Genauigkeit ist entscheidend. Eine Fledermaus muss aussehen wie eine Fledermaus. Oder noch echter. Auch die Echsenmaske wird akribisch moduliert und anprobiert. Wir haben bemerkt, dass je realistischer die Masken sind, es gibt irgendeine komische Reflexen, die wir vielleicht haben von Ursprung, als wir noch Affen waren, keine Ahnung, aber etwas wach auf und sagt so, das ist ein Tier. Und das funktioniert halt nur, wenn man wirklich ins Detail geht. Ja. Wenn man das nur so halb macht, dann sprechen die Masken auch nicht wirklich. Genau.
Manchmal kapern die Tiermenschen auch offizielle Veranstaltungen. Exotische Tiere, immer ein Hingucker. Trotzdem ist den beiden der Begriff des Exotischen fremd. Also Exotismus, das kann man ja auch heutzutage nachschlagen, ist halt ein Begriff aus der Kolonialzeit und deswegen benutzen wir diesen Begriff und auch die Idee dahinter nicht. Ist ja so, dass wir einfach in einer globalisierten Welt leben. Ich weiß ja, das geht nicht nur meine Perspektive, sondern ich weiß ja, es gibt viele Perspektiven und die sind von dort und zufälligerweise ist die Welt rund. Deswegen gibt es also kein wirkliches Zentrum. El Cuco Projekt sind Forscher. Was verbindet uns mit den Tieren? Was lernen wir durch sie über uns? Wer sind wir? Ich meine, der Mensch. Dieses Künstlerpaar, das. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Die haben mal irgendwas richtig Blödes gemacht und gingen mit einem Video viral. Aber ich komme nicht mehr drauf, was es war. Hatte nichts mit den Tiermasken zu tun. Die beiden habe ich schon mal irgendwo gesehen. Die haben irgendwas gemacht, was richtig dumm war. Und darum wird dieses Video immer wieder geteilt. Aber ich weiß, ich komme nicht mehr drauf, was sie gemacht haben. Mensch ist ja ein Tier. Der Mensch ist ein Tier, aber das ist lustig, weil der Mensch ist ein Tier, dass der glaubt, dass kein Tier ist. Genau. Ja. Und das ist, die Menschen klassifizieren sich nicht. Die sind nicht mehr klassifiziert, weil sie denken, dass sie etwas ein bisschen tiefer als die Engel sind. Quatsch, die Menschen haben sich klassifiziert, Homo sapiens sapiens, und sind klassifiziert, so wie alle anderen Tiere auch. Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Ein Tier? Vielleicht sind wir genau deshalb so fasziniert von unseren schillernden Artgenossen, weil wir am Ende auch nur exotische Tiere sind. Ja, wirklich ziemlich cool und fasst sich auch toll an. Und wenn wir diese besonderen Tiere jetzt auch noch so respektvoll behandeln, wie wir die Kunst über sie behandeln, dann haben wir was gelernt. Tschüss. Tschüss. Coole Reportage, Dreisat. Zu den Spinnen und so konnte ich ein bisschen was erzählen. Zu Elefanten und so weiß ich nicht viel. Aber cool, cooler Film. Danke. Gut gemacht. Bis dann.